Hallöchen meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Als Retri natürlich. So, wir sind hier Zwillingsgipfel und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt hier das BG gewinnen, indem wir versuchen, den Allis mal in den Popo zu treten. Gut, wir haben zwei Leute, die deffen wollen. Im Moment ist nur einer hinten, das ist auch gut so. Eigentlich darf einer geht vielleicht noch. Dann sollte es aber eher so ein Schurke sein. Naja, gut. Deffen ist eigentlich, macht man im RBG, nicht im BG. Wenn überhaupt, nee, selbst da nicht. Man defft normalerweise nicht unbedingt, weil, Problem ist, die Person oder die Leute, die deffen, fehlen im Zerg. Und wenn die Allis hier in dem Fall jetzt durchreichen, kriegen so ein, zwei Deffer gar nichts. Weil die werden einfach nur überrannt. So, wir kümmern uns mal um den Schamanen hier. Nein, wir sind um den Priest. Das ist nämlich ein Heiler. So, jetzt haben wir ganz viele Stacks schon. Okay, Prot Pally. Der wird verlangsamt. Wir gucken, ob wir den Heiler töten können. Das wäre natürlich sehr praktisch. So, kriegt einen Inline. Kriegt einen Stun. Wings, Jessica's Vengeance. Nochmal einen Stun. Okay, der stirbt erstmal nicht. Das ist der Paladin. Uiuiui. Müssen wir doch bubbeln. Da ist der Paladin. Gehen wir mal gleich an ihn dran. Protection Paladin, der wird eine Weile leben. Wir können den Monk Priest stun. Einer ist schon mal gestunt. Totem kaputt. Paladin kriegt nochmal einen Inline bekommen. Genau, wir arbeiten. Soweit macht man mit Jessica's Vengeance. Damit wir gegenhalten können, schaffen wir es noch. Lay on Hands musste jetzt dafür raus. So, jetzt mal die Vines down, dass man nichts. Oh, jetzt habe ich gerade unglaublich. Nee, ich werde jetzt sterben. Ja, jetzt war fertig. Das war zu viel. Vielen Dank übrigens an die Heiler. Ach du liebes bisschen Shadows. Das ist unglaublich. Aber gut, okay. Mehrere Dots drauf. Wird nicht dispelled, logischerweise, weil Dots vom Shadow zu dispellen haben immer das Problem. Das ist, glaube ich, nur bei der Vampirberührung. Die haben so einen Dispel-Schutz. Das heißt, wenn die gedispelt wird, also sprich, wenn man den Debuff reinigt, hat man das Problem, dass man einen 4 bekommt. Einen 3-sekündigen 4. So, wo ist der Paladin? Der ist da hinten. Da ist nur der Feral dran. Ist doch hier am Paladin. Ne, der ist am falschen Paladin. Jetzt gehen wir mal an den hier. So, stun ihn. Jessica's Vengeance, weil das einfach deutlich mehr Damage macht. Okay, jetzt ist er tot. Dann steht er Vengeance an. Freedom. Ich mach mal langsam. Und wir gucken, dass wir da einfach irgendwas reinzimmern können. Und deswegen habe ich nicht mehr. Bubble habe ich nicht mehr. Prop wird mir nicht viel bringen. So, 3, 2, 1, dann. Gut, das war schöne Heilung. Das Totem mal kaputt. Oh, jetzt ist unser Shadow noch dabei. Ja, gut, jetzt werde ich sterben. Das war zu viel Schaden gerade am Ende. Ja, okay, der Schaman hat noch mitgemacht. Nein! Unser Flaggenträger ist tot. Kann er rein? Okay, holt einer. Für die, die sich wundern, ich bin gerade mit meinen Leuten unterwegs, aber ich bin halt jetzt nicht bei denen im TS. Also ein paar schon raus. Es tut mir auch übrigens leid wegen gestern. Ich konnte halt einfach nicht entsprechend aufnehmen. Da bitte ich zu entschuldigen. Ich habe einfach am Dienstag drei Termine gehabt. Ich habe die alle vergessen gehabt. Das ist mir am Montag eingefallen. Ich hatte einfach dann keine Zeit mehr aufzunehmen. Oh. Was will denn der Demon Hunter? Oh, okay. Er hat es auch nicht geschafft. Macht Job. Tja, jetzt sind wir beide geslowt. Ich
inline dich trotzdem. Oh, wie lächerlich. Komm mal da. Ist halt langweilig, mein Freund. Kannst halt nichts. Da haben sie schon richtig abgefahren. Aber sie führen nicht. Statistik bringt aber alles nichts, wenn man am Ende das BG nicht gewinnt. Da kann man so viel Damage machen, so viel Heine machen und so weiter, blablablub. Ja, komm her. So, der ist... Der hat den Rory bei sich, der hat einen Monk bei sich. Das Problem ist, da brauche ich nicht ran. Der Rory hat außerdem noch Berserk. Mal probieren. So, oder? Lori hat Stun, der kriegt. So, jetzt pop ich mich hier wegen dem scheiß Lori. Wieso kann ich den wieder nicht angreifen? Das hätte ich lassen sollen. Verstehe nicht, warum ich ihn nicht angreifen kann, wenn er vor mir ist. Ich kann meine Fähigkeiten nicht benutzen. Also ist gerade wieder ganz komisch. Ich lade nichts hoch. Als befriedigt bei Russen, das ist ja nicht unüblich, dass die zuppeln dann durch die Gegend. Aber naja, das sind so Kleinigkeiten. Jetzt so Kleinigkeiten, aber die nerven dann doch tierisch ab. Unabhängig davon, dass ich da nicht groß hätte was reißen können. So, wenn man. Oh nein, ein Backpedaler. Oh. Nee, dich bestrafe ich jetzt. Dich bestrafe ich jetzt. Nein, kein Himmelszaun für dich. Nein, kein Eisvogel für dich. Dich bestrafen wir auch. Da ist dein Stun. Und dann tot. Immer noch Ink. Ja. Ist immer schön sowas. Vor allem, wenn sich das Spiel schon irgendwie zieht. Komm her, Prop Pally. Na, so weit kommt er nicht. Jetzt stirbst du aber dafür. Irgendwas ist da gerade von den Allies gestorben. Okay, Wings, das Spielchen kann ich auch. Aber es sieht so aus, als würdest du das Spielchen jetzt ohne Heiler verlieren. Der Heiler ist keiner da. Nein, nichts mehr da. Schön, schön. So macht es Spaß. Nee, es macht schon mehr Spaß, wenn man einfach das BG dann wirklich knapp gewinnt. Oder wenn es die ganze Zeit, das hat sich ja doch ein bisschen gerade gezogen. Jetzt hatten wir hier eine Viertelstunde, jetzt haben wir ca. 8 Minuten gebraucht. Und dann steht es erstmal 1-0. Wenn die Allies jetzt ausgleichen, verlieren wir. Und das ist nicht unbedingt abwegig, dass die jetzt hier noch einen Ausgleich machen. Also das, ne? Du bleibst hier. Freedom, Freedom direkt wegmachen. Na, ah, wir. Ne, wollte er klauen? Ich glaube nicht. Was für Scheiße ist? Du bist blöd. Du wirst dich gleich wieder teleportieren. Genau. Na, komm her. Übrigens, vielen Dank. Der hat natürlich sein Übriges getan, der Feral. So. Ich mache mal langsam. Freedom. So, 3, 2, 1, dann. Ach, scheiße. Gibt ein Stack mehr.
Inline, das ist so schön, einen Demon Hunter Inline zu verpassen. Es ist so wunderschön. Kriegst du da einen Stun? So, la. Holy Paladin, nein. Aber ich bubble jetzt mal. Wird wahrscheinlich gleich was machen wollen. Sühne. Schau mal, krieg ihn hin. Ich werde jetzt sterben. Ach, ich hab doch noch Spiel of Vengeance gedrückt. Na gut, okay. Es war klar, dass ich sterben werde. Sind wir noch unsere Heiler da? Nee, alles hinten. Shadows. Ja, und? Komm schon. 2-0. So, Ehre sind wir auch bald voll. 8,5 Level noch, zu etwas mehr als 8,5 Level und dann. Prestige 21, Ehre Level 50 und dann ist für diese Season erstmal fertig. Ist natürlich schade, aber dann gibt es die hier nicht mehr. Schade. Aber gut, so ist es dann mal. Kann man nicht ändern. Der Mage, ich glaube, den können wir uns. Ah ne, der holt uns. Yari holt den schon. Nein. 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 So, Judgments, dann der geheilt. Nicht, oder? Doch, doch. Ach, da ist der Priest, wollte ich gerade sagen. Da fehlt ein Priest dazu. 3, 2, 1, Stun, jetzt stirbst du, oder? Komm. So. Root Beam, Stun. Das ist fies. So, holt einer die Flagge noch? Ja, geht einer holen. Das ist fett. Als Feral oder als Eule? Als Eule, ich wollte schon sagen. Ach, FC, ja klar. Ich wollte gerade sagen, hey, wo habe ich denn jetzt? Ja. Hallo, Hunter, mach nicht mal langsam, ne? Na, da gehe ich nicht mit. Kein Bock. Oh ne. Schauen wir mal erstmal langsam. Der wird eh kicken wollen. Das heißt, wir dürfen müssen gucken, dass wir vor ihm sind, nicht hinter ihm. Und krieg es noch. Nein, wir kriegen sich scheiße. Wenn wir jetzt unterhalb stehen, so wie hier, und er kickt uns, dann fliegen wir nämlich erstmal schön da runter. Es sind geslowed und er hat Abstand zu uns bekommen. Sind wir hier oben, kickt uns nur ein paar Meter zurück, wenn es hochkommt. Und wir sind weiterhin an ihm dran. Beziehungsweise, er hat nicht viel, er hat nicht viel gewonnen. Deswegen immer aufpassen. Nee, Friedhof zeigen müssen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt einfach das 3-0. Und dann ist fertig. Und ich muss mal gehen. So, gibt es irgendeinen Ali, der durch will? Wir sind nur noch zur 9. Nein. Gibt's nichts mehr. Die kommen da zwar raus, aber das Ding hat sich erledigt, so wie es ausschaut. Ja, die wird jetzt gleich durchgebracht. Wunderschön. Das hat aber doch gedauert hier. Eine Minute schon wieder Kämpfe. Eine Minute noch, also 14 Minuten lang. Ah, 16, ja, okay, mit den 2 Minuten, also 14 Minuten reines Kämpfen. In diesem Sinne. Sodle, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es schon längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss.